Gut. 3, 2, 1. Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen zur vierten Folge unseres Endpack-Formats. Mit dabei sind der Leo vom Future Gaming. Hallo! Dann haben wir Tomsin XDF. Servus. Und noch den Sernecke. Moin Moin! Hallo! Und ihr seht sie wahrscheinlich schon im... Ja, was heißt wahrscheinlich? Ihr seht es schon im Hintergrund, es gibt mal wieder eine Runde Cards Against Humanity. Ja. Und, ich weiß gar nicht, wer ist Zar? Das also, wissen wir noch gar nicht. Ich! Okay. Okay. Ja, dann... TSA-Richtlinien verbieten nun in Flugzeugen. Was zur Hölle sind TSA-Richtlinien? Anscheinend irgendwelche Richtlinien in Bezug auf Flugzeuge. Na komm, das hier halte ich für eine Unverfrorenheit, das zu verbieten, von daher nehmen wir das. Okay. Auf jeden Fall, wer als erstes drei Punkte gewonnen hat, dreimal gewonnen hat, hat das ganze Spiel gewonnen. Und ja, laut TSA-Richtlinien wird Trichtersaufen in Flugzeugen verboten. Naja, das ist jetzt Welt verbieten. Okay, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gut, in den TSA-Richtlinien ist ebenfalls unangebrachtes Jodeln im Flugzeugen verboten. Und das ist ja wohl völlig zu Recht. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Völlig nervig, ja. Aber Trichtersaft ist auch nicht viel besser. Ja, doch. Ja, hat man ein bisschen Spaß, ne? Okay. TSA-Richtlinie verbieten nun undefinierbare Genitalien in Flugzeugen. Alles klar, die dürfen sie überall verbieten. Ja. Ja. Das habe ich genauso gesehen, deswegen habe ich das mal genommen. Ne, man weiß ja nie. Das solltest du vielleicht nicht sagen. Ach, oh Gott. Ich weiß ja nicht, wer was gewählt hat. Naja, und gut, ich meine, wenn man jetzt hier Folgen guckt, dann sieht man das sowieso. Ja gut, aber ich weiß es halt jetzt gerade nicht, deswegen. Okay, jetzt habe ich das Spiel verstanden, danke. Okay. Ja, also ich finde, ja komm, am nervigsten ist einfach das, komm. Ja, Jodeln gewinnt immer. Ja. Die in Flugzeugen eben nicht. Naja, aber... Ja. Okay, nichts bewegt sich wie. Was meint ihr? Ja. Nichts bewegt sich wie. Das möchte ich von euch wissen. Da passt ja irgendwie so gar nichts. Okay. Wenig schreib was, wenn du einfallsreich bist. Na komm. Nehmen wir Jens. Machen wir das mal weg. Bei den Xen da, bei den Karten, ne? Wenn dir welche Karten nicht gefallen, dann kannst du auf das X drücken, dann verschwinden die. Ah. Dann kriegst du die nachgezogen. Na ja, nimm mal das. Wenn du wieder dran bist. Ja. Okay, mal sehen, ob ich wieder Glück habe und wieder richtig rate, wer welche Karte gelegt hat. Mhm. Dann unterstelle ich Betrug. Ich betrüge niemals. Okay. Also, ich sag mal so. Leo meint, nichts bewegt sich wie nekrophile Bestatter. Ja, definitiv bewegt sich nicht so wie dir. Wir haben auf jeden Fall Spaß im Beruf, ne? Ja.
Ja, definitiv. Deswegen sind sie es ja geworden. Okay. Okay, dann. Schulle meint, nichts bewegt sich wie Natalie Portman. Ja, okay. Ach, ja, gut. Ist halt eine Schauspielerin, ne? Hat bei Star Wars hier Padme gespielt und bei und die Freundin von Thor. Das sind so die beiden Rollen, die ich kenne. Und in Black Swan hat sie sich, glaube ich, sogar so bewegt. Ja, da, dann kennst du ja sogar Stimme. Wie das okay. Ist. Okay, und Cernicke meint, nichts bewegt sich wie Donald Trump. Okay, ja. Ja, es bewegt sich wirklich nichts wie Donald Trump. Das sag ich ja. Aber ich muss leider die Nekrophil-Bestabber nehmen. Ja, das jawohl. Ist absolut berechtigt. Ja. Du hast schon wieder alles richtig gesagt. Ja. Oder? Ich wollte gerade sagen, wo ist das Formular für den Betrug? Wo kann ich das melden? Keine Ahnung. Oh Mann, okay. So, was haben wir denn jetzt? Zernik hier, liest ja uns einmal die Karte vor. Natürlich. Also, Frauen. Also, nee. Ja. Weiß, was Frauen sich wünschen. Voll klar. Ja, ich mal probieren es mal. Das geht weg. Obwohl, warte mal, ich nehme doch mal was anderes. Ich habe da ein besseres Gefühl. Ach, das mache ich auch mal weg. Ja, komm, machen wir das mal. So, dann wollen wir mal schauen. Also. Punkt, 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 weiß, was Frauen sich wünschen. Gott. Gott weiß, was Frauen sich wünschen. Ja, das ist natürlich, ja, der Allwissende, sagen, ne? Also das ist ja wohl der... Als nächstes... Ja, keiner unter der Brücke weiß, was Frauen sich wünschen. Gut, der kann es auch wissen. Ja, er beobachtet halt gut. Er ist ein Spanner und dann weiß er, was sich die Frauen wünschen. Oder ja, der ist schon nicht schlecht. So, Antwort 3. Mein dummer Ex weiß, was Frauen sich wünschen. Wieso ist er dein Ex? Ja, genau, genau. Gute Frage. Das ist ja ein Paradoxon. Ja? Weil es dummer Ex ist, weiß er, was Frauen sich wünschen. Das ist doch logisch irgendwo, oder nett. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, aber ich glaube, ich nehme das hier. Jawohl! Oh Mann, das könnte ein schnelles Folgenende werden. Unter der Brücke einfach mega. Jo. Ja. Okay. War auch, ja? So. Wollen wir das nehmen? Weil hier geht es ja um YouTuber. Wollen wir das nehmen oder wollen wir lieber was Allgemeineres? Na, bevor wir jetzt irgendwie so ein Hate anfangen oder sowas? Das kümmert die doch sowieso nicht. Mir soll das Wumpe sein. Mir ist es auch relativ. Ja, mir ist es auch egal. Mein Gott, dann nehmen wir das. Okay. Dann. Hätte ich von euch gerne das Ergebnis für die Gleichung Curry plus Toppi gleich. Das war ein ganz fixer. Ja, das habe ich mir schon gewünscht. Gut. Das ging also ganz fix hier. So, dann gucken wir mal. Lösung 1 heißt sexuelle Spannung. Ja, das ist halt real, weil, ne? Will ich nicht ausschließen. Ist möglich, auf jeden Fall. Na klar, dann Lösung 2 hätten wir noch im Angebot. Rhabarbermuschis. Spricht mich schon mal an. Okay. Der Amoklauf von Winnenden. Oh Mann. Das ist übel. Okay.
Nee, hier nehmen wir. Bitte. Okay. Verwandert. Ah, okay. Jawohl. Ha, tschakalaka. Sauber. Gut, dann ist die Folge jetzt noch nicht zu Ende. Okay. Uff, okay. RTLs neue Reality-Show zeigt, wie ... mit ... zusammenleben. Ja. Ja. Aha. Ja. Aha. Da springt mir halt direkt eins in den Kopf. Aber das sage ich jetzt mal nicht. Ich hoffe, die Kombination bringt's. Okay. Ich muss hier erstmal ein paar rausschmeißen, glaube ich. Mhm. Ja. Boah, ich habe keinen Dunst, ob mir das einen Punkt bringt, aber versuche ich es mehr. Ich glaube, ich hab's. Das wird super. Okay. RTLs neue Reality-Show zeigt, wie ein einsames Schamhaar mit behinderte Titte zusammenleben. Okay, ja. Es wird eine schöne Reality-Show. Ich dachte, die gibt's schon hier. Robert! Die auf einsamer Insel sind. Okay. Eva oder wie heißt die? Keine Ahnung. Okay, ja, keine Ahnung. Temptation Island. Vielleicht auch das, ich weiß es nicht. Bei nicht auf der Insel ausgesetzt werden. Ja, ich glaube, das war das. Ja, okay. Dann RTLs neue Reality Show zeigt, wie Natursektspiele mit Erdogans 140 Ziegenarmee, die sein Schlafzimmer bewacht, zusammenleben. Okay. Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Paar so zusammenpasst, aber. Na gut. Ich werde es nicht ausprobieren. Nee, bin ich auch nicht. Aber die Show echt interessant. Aber ja. RTL probiert das bestimmt aus. Na, 100%. Natürlich, RTL macht doch alles. Okay. RTLs neue Reality-Show zeigt, wie Eierstöcke mit verbittertes Ficken zusammenleben. Boah. Ja, ist jetzt. Also, das zweite passt halt irgendwie am wenigsten zu der ganzen Sache, finde ich. Aber ist halt am makabersten. Deswegen. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen kann, aber ich würde am ehesten irgendwie dazu tendieren. Du musst das nehmen, was dir am besten gefällt. Ja, so sieht's aus. Ja. Bist nur ein Klick entfernt. Ja, ich nehm's. No. Yes! Okay. Verdammt, da haben die Eierstücke wieder verloren. Ja. Und die Natursektspiele voll reingehauen. Ja, nee. Ja, deswegen nicht unbedingt, weil sexuell waren ja alles, aber... Okay. Okay, ich möchte jetzt von euch wissen, bist du... ja, was bist du? Ja. Oder wer bist du? Nee. Mach das auch mal weg. Erstmal ein paar. Ja, das mache ich auch mal weg. Ist alles so unbefriedigend gerade irgendwie. Oh, ich habe Lenkrads gar nicht eingestellt. Ups. Nicht? Nee. Oh. Sorry. Passiert. Eins von den beiden. Boah. Ene, mene, mo und raus bist du. So. Na gut, nehmen wir das. Das ist wahrscheinlich ein Burn-Card, aber was soll's. Okay. Bist du natürliche Selektion? Oder bist du
Der unausweichliche Hitzetod des Universums? Ja. Ja. Oder bist du ein pädophiles Kind? Wow. Okay. Ja, okay. Das kam jetzt richtig böse. Ja, ist glaube ich klar, was gewinnt, oder? Ja. Ja. Juhu! Da ist er. Okay. Jawohl. Noch eine kurze Runde. Ja, aber 15 Minuten, das reicht ja für eine Folge. Ich wollte gerade sagen, dafür sind wir ja mal wesentlich in unserer geplanten Aufnahmedauer geblieben. Genau. Ja. Die letzten waren, glaube ich, immer ein bisschen länger. Ja, ich finde ja, bis 30 Minuten geht ja, aber... Ja. Ja. Genau. Ja. Schön. Ich liebe diesen Pokal. Ja, der ist Gold wert. Absolut Gold wert. Na, auf jeden Fall. Alles klar, liebe Zuschauer, damit wären wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ne? Falls ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Schaltet vor allem auch bei den anderen Kollegen ein. Die Links findet ihr jeweils unten in den Videobeschreibungen. Ja, und ansonsten bleibt mir so nicht viel zu sagen, außer danke an alle, an die drei anderen Chaoten hier. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.